Sollte man nicht an der Hautfarbe ein bisschen bei der Geld werden? Absolut. Absolut. Aber das ist ein Grönländer, wa? Übrigens, in dem, ja, Almanach steht auch drin, wenn die ins Flugzeug reingesetzt werden, dass sie sich dann eben voll machen sollen, also in die Hosen machen sollen. Damit dann die normalen Passagiere das dagegen streiten, weil dann die Maschinen sind normalerweise gemischt, da sind ja sowohl die Flüchtlinge drin als auch normale Passagiere und dann deswegen machen es die Fluglinien nicht mehr. Deswegen will man jetzt die Transalpha wenden, so damit sie sich dann da einlassen können. Das ist die Lösung, wenn wir jetzt die Transalpha einsetzen. Nur so viele Transalpha-Maschinen, die fliegen, gibt es gar nicht mehr. Und Termine nicht in Anspruch nehmen. Es folgt also insgesamt dazu. Die Gesamtabschiebung aus Deutschland im Jahr 2014 waren ganze 10.000 von 88.000. Das heißt 12,3%. Derzeit, und das nimmt zu, weil die Behörden überfordert sind, werden bereits 200.000 abgelehnte Asylbewerber, abgesehen von den ganzen Anerkannten, abgesehen von denen, die noch gar kein Verfahren haben, abgelehnte mit offizieller Duldung. Und das hat sich auch in diesem Jahr nicht geändert. Wir haben im ersten Halbjahr Abschiebezahlen von 8.178. Die Zahlen glaube ich auch nicht. Bitte? Die Zahlen glaube ich nicht, die ist niedriger. Die Zahlen. Das ist von der Welt. Die Welt, ja, ja. 8.000 oder 6.000. Ja, lass ruhig ein bisschen mehr. Die kommen halt. Das sind die guten Menschen auch wieder ein bisschen verrückt. Okay, nehmen wir das nächste hier. Ja, deshalb glaube ich. Und jetzt komme ich jetzt ganz persönlich. Das ist eigentlich, jetzt kommt meine Frage. Es ist eigentlich nur eine einzige Lösung für den Fall. Eine einzige Lösung, die in Deutschland scheinbar etwas negativ behaftet ist, aber es gibt nur die. Es ist eigentlich die pazifische Lösung, die Exterritorialisierung, also wir müssen die Verlagerung, das Asylverfahren und die Wartezeit verlagern in Länder außerhalb oder am Rande der EU. Alle anderen bringen nichts. Das Problem. Da haben wir die und gleich noch eins. Noch eins weiter, weil das ist so komisch. Schade. Sie kennen vielleicht, nee, jetzt wieder zurück. Ja, genau so wollte ich sagen. Sie kennen vielleicht dieses Plakat nicht von irgendwelchen Barbaren, sondern der australischen Regierung. Dieses No way you will not make Australia home. Ich übersetze Ihnen das einmal, weil ist manchmal ein bisschen sehr schlecht im Kleinen zu sehen und vielleicht nicht alle so des Englischen so mächtig sind. Das heißt dort, also keineswegs, du wirst Australien nicht zu deiner Heimat machen. Die australische Regierung hat die strengsten Grenzschutzmethoden eingeführt. Genau heißt es, wenn Sie ohne Visa ein Boot besteigen, werden Sie nicht nach Australien gelangen. Jedes Schiff, das versucht, Australien zu erreichen, wird abgefangen und sicher aus australischen Gewässern entführt. Diese Regeln gelten für alle. Familien, Kinder, auch unbegleitete Kinder, schulisch oder beruflich ausgebildet. Egal, wer sie sind oder woher sie kommen, sie werden nicht Australien zu ihrer Heimat machen. Denken Sie immer daran, bevor Sie Ihr Geld verschwenden, Menschenschmuggler sind Lügner. Das ist das Einzige, was funktioniert. Sind die Australier jetzt Barbaren und Menschen? Seit Frühsommer 2013 hat die australische Regierung Vereinbarungen mit Papua-Neuguinea getroffen, seit Spätsommer 2013 mit dem Inselstaat Nauru und hat gesagt, die Menschen, die hier bei uns Asyl beantragen wollen, kommen dorthin. Sie werden dorthin gebracht und können erleben dort, dass sie erst einmal, sofern sie aus gefährdeten Gebieten gekommen, in Sicherheit sind. Dort wird auch das Verfahren durchgeführt. Australier sind keine Unmenschen. Sie sorgen dafür, dass aus der gesamten Region alles, was zu ihnen kommen könnte, in Sicherheit leben kann. Sie wollen nur nicht, dass ihr Land hier umgekrempelt wird und dass ihr Land quasi völlig überfremdet wird und völlig anders wird als je zuvor. Australier sind es sogar, das muss man sich überlegen, die nun mit Syrien gar nichts zu tun haben. Die haben gesagt, es gibt offensichtlich ein Problem in Europa. Die meisten von uns stammen von Europäern. Wir sind bereit, mit Hilfe zu leisten und wir nehmen in unser Land auch 25.000 auf, um Hilfe zu leisten.
Das ist mehr als England. England hat gesagt, wir nehmen 20.000, das verteilt auf 4 Jahre. Also Australier sind Leute, die Hilfe leisten, die das tun. Sie sagen nur, unser Land, du wirst nicht dein Heimatlos machen. Das ist das Entscheidende. Wir helfen dir, wir sind dafür da, aber das ist die Sache, die wir außen vor haben. Das nächste. Ja. Was bedeutet das eigentlich für uns? Können wir so etwas für uns übertragen? Wäre das überhaupt eine Möglichkeit, rechtlich gesehen? Es gibt dazu ein paar Sachen, die viele von Ihnen vielleicht noch nie richtig bemerkt haben. Man spricht, ich habe es ja auch bisher gemacht, und das ist jemand, das ist easy, hat natürlich schon wieder darauf geachtet. Alle erzählen was vom Grundgesetz Artikel 16a, aber fast alle zitieren nur den ersten Satz, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Der zweite Absatz lautet, auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft, so heißt es, Dublin 1, oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheit sichergestellt ist. Einfacher ausgedrückt, auf dieses Recht kann man sich nicht berufen, wenn man aus einem sicheren Drittstaat kommt. Sicherer Drittstaat, nicht verwechseln mit sicherem Herkunftsland. Sicheren Drittstaat. Österreich. Deutschland ist umzingelt von sicheren Drittstaaten. Ja. Dann kommt man 1,8%, wenn man das beachten würde. Weniger, was nicht weniger. Es sind nicht nur die Staaten der EU, sondern es gibt auch diesen sogenannten Dublin-Dreierpakt. Dazu gehört eben dieses Viererpakt Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein auch dazu. Es gibt rechtlich gar keine Berechtigung, aus einem solchen Drittstaat, das ist die Portugalie, auf dem Landweg nach Deutschland zu kommen und hier Asyl zu beantragen. Aber nur ein Flugzeug. Es gibt das keinerlei Berechtigung. Simpler formuliert, als wir Österreich sagten. Es gibt keinen Grund, aus Österreich nach Deutschland zu fliehen. Punkt aus. Und sagen Sie mir nichts vom Wiener Dialekt, das ist kein Vorteil. Es gibt keinen Grund. Die Gerichte nehmen dann die Verfahren trotzdem her an, dürfen sie dabei nicht. Das ist eine ganz problematische Sache. Darum streiten sich die Juristen. Es ist so, dass wir das Double-3-Abkommen haben. Ja. Das ist Ihnen das nächste Mal. Ja. Ich versuche das jetzt mal so zu erklären, dass Ihre Antwort bitte war. Diese Dublin-Verordnung haben einst mal die Staaten der Europäischen Gemeinschaft gemacht, ist seit 1997 in Kraft. Zurzeit gilt Dublin 3 und es sagt ganz klipp, es gibt viele Regeln. Die wichtigste Regel darin ist die Zuständigkeit. Zuständig für Asylverfahren ist der Staat, in dem der Asylbewerber nachweislich zuerst eingereist ist und der muss das Asylverfahren auch durchführen. Ja, also, das heißt, diejenigen Länder, wo man zuerst hinkommt, sind verpflichtet dazu. In dem Sinne ist es sozusagen, könnte man sagen, es ist rechtswidrig, wenn das in Deutschland gemacht wird. Stimmt aber nicht ganz. Wir haben in mehrfach arbeiten wir mit ausgezeichneten Juristen auch zusammen und haben das uns angeguckt. Es gibt Artikel 17 in der Dublin-3-Verordnung, ein sogenanntes Selbsteintretungsrecht. Genau wie das Schengen-Abkommen sagt, die Grenzen müssen offen sein und eine Ausnahme drin hat. Warten wir mal zu, mal bis zu 2 Monaten. So gibt es ein Selbsteintretungsrecht. Jeder Staat hat das Recht zu sagen, ich will. Wer ist denn der Staat? Ist das Frau Merkel? Das ist die Frage. Mutti. Ja, wer ist der Staat denn, dass das vorbei ist an jeder parlamentarischen Entscheidung in großer Eigenmacht einfach so geschehen? Das ist so eine Sache für sich. Also, das heißt, aufgrund dieses Artikel 17
ist quasi, ist nicht rechtswidrig, wenn man es dran vorbei macht. Die Regelung ist eigentlich so, dass der zuständig, dass der Staat in dem zuerst dann in drei Boden, so nein, sage ich das gern, betreten wird, zuständig ist. Aber es ist nicht total rechtswidrig, weil dieser Selbsteintretungsrecht vorliegt. Nächste Folie. Also, was folgt jetzt daraus, dass ich Ihnen diese Gesetze nochmal... Es gibt einen Dublin-3-Raum derjenigen Länder, die diese Dublin-3-Verordnung rechtsverbindlich unterzeichnet haben. Nämlich alle EU-Länder, wie Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz. Sämtlich sichere Drittstaaten. Deutschland ist umzingelt von sicheren Drittstaaten. Und demzufolge kann man auf dem Landweg eigentlich hier nicht Asyl beantragen. Denn es gibt keinen Grund, von Österreich nach Deutschland zu fliegen. Was übrig bleibt, sind die Sachen, sind durch die Luft an den Flughäfen. Da habe ich, bitte? Nord- und Ostsee. Ja. Da fielen mir noch die Zahlen. Flughafenasyl habe ich inzwischen gekriegt, waren 2014, da gibt es nur in Jahresberichten, 643 Personen. Über Nord- und Ostsee weiß ich noch nicht. Ich arbeite dran, aber dauert irgendwie. Das heißt, mit anderen Worten, ja, man kann auch aus Syrien in der Nordsee ankommen. Das gehen tut das. Aber nicht mit den Nussschalen. Gehen Sie mal davon aus, dass ich gehe davon aus, dass einige das auch schon gemacht haben. Aber die Zahlen halten sich in Grenzen. Also, das heißt, wir müssen effektive Grenzkontrollen durchführen. Und diese sogenannten Flüchtlinge, in Anführungszeichen, weil ich Ihnen gezeigt habe, zwei Drittel von denen sind ja gar kein Mensch, aus dem Dublin-Raum außen vor. Wie gesagt, es gibt keinen Grund, aus Österreich nach Deutschland zu fliegen. Dann bleiben nur noch Asylbewerber, inklusive Flüchtlinge, gemäß der Verflüchtlingskommission an den Flughäfen und von Nord- und Ostsee. Dafür brauchen wir das Asylrecht nicht zu ändern. Gut, das ist eine Sache, wo ich immer sehr stark mich dagegen sperre, gegen Änderung des Asylrechts. Die letzte Forderung zur Änderung von 16a hat die NPD gestellt. Und ich hänge ein bisschen daran, dass wir als AfD uns auch eine Identität dadurch schaffen, dass wir sagen, wir sind die Partei des Grundgesetzes. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und dass wir sie in vielen Fällen, glaube ich, sogar langfristig für uns viel, viel günstiger reisen, als zu schnell irgendwelchen Sachen nachzukommen. Für die Menschen, die dann unten bleiben, es bleiben aber doch mal welche übrig. Ne? Das war eine winzige Korrektur an Ihrem Einwurf. Dafür brauchen wir das nicht. Und das Asylrecht nicht zu ändern. Was passiert, wenn wir das jetzt wirklich machen? Es fängt ja übrigens an, ne? Das ist ja das Witzige, es fängt ja an. Auf der Fahrt hier habe ich das gehört, was Sie zum Beispiel angedeutet haben, von der Leiter im Ministerium. Ja, dass Österreich das sogar macht. Wenn wir Deutschen sagen, hier machen wir Grenzsicherung, dann würde es einen Rückstau in Österreich geben. Dann würde die Österreicher sofort sagen, naja, es gibt auch keinen Grund aus Italien zu uns. Und wenn ich das so überall sage, wird es fünf Länder geben, die A-Karte gezogen haben. Das sind im Südwesten, sind das Italien und Malta. Im Südosten ist es Griechenland. Und über die Balkanroute sind das Ungarn und Kroatien. Slowenien eine serbische Grenze? Ja. Oh, sorry. Ja. Slowenien, nicht Kroatien. Ja, Kroatien natürlich. Ja. Aber er sagt Slowenien. Hat Slowenien eine Grenze zu Serbien, meiner Ansicht nach? Über Slowenien sind ganz viele rübergekommen nach Österreich. Ja. Kannst du auch Ungarn. Also ich meine, dass Slowenien keine Grenze zu Serbien hat. Das wäre dann korrigierbar. Bitte? Wir haben einen Lehrer. Slowenien hat keine Grenze. Meinen Sie auch, Sie pflichten mir bei, ja? Kroatien dazwischen. Ja. Also, dann haben wir diese Länder. Da wird es natürlich jetzt einen Rundstau geben. Und jetzt könnten wir natürlich ein hämisches Gesicht aufsetzen und sagen, so ist es mit euch passiert. Wir könnten allerdings jetzt auch, das müssen wir nicht, das habe ich hier, was wir können, sagen, okay, da sollten wir auch als Europäische Union eventuell auch Solidarität nehmen.